Also sie Schweißbrille an, voller Mund, nur den Zettel suchen. Ziemlich dämlich. Ziemlich dämlich sind die Leute bisweilen, ne? Hier noch eine Glutkanone, hier ist noch ein anderes Geschütz. Das muss ich so mal ausfahren, um es zu hacken. Da haben wir nämlich noch ein weiteres. Halt, das wollt ihr, sowas wollt ihr nicht. X. Wollt sowas, wollt das wollt ihr auch nicht. Das wollt ihr auch nicht. Da, Oh, jetzt mal nicht Y, sondern F. Komm, der Wache. Da. Liegen die ein bisschen rum her, aber. Halt der Welt. Müssen wir den Weg nehmen, müssen wir nicht mehr so weit laufen. Ja, noch eins. Müssen wir ja 6 haben, ne? 3, 6. Sonst war, sonst ist ja keins mehr. Noch mal im Nerv abgelegt hier rum. Ist ja Zufall gewesen. Gute Sache. Machst du mal die Tür auf, oh, das ist denn cool. Weiß nicht, wieso ich nicht durch diese Tür kann. Krieg ich da irgendwo eine Sicherheitskarte für? Wo waren jetzt, da war die Leckustrahl. Muss ich ja nochmal raus in diesen blöden Recycler. Wer hat die Schlüsselkarte für dieses Tor? Sucht die nicht. Austin Call. Du hast so eine Wache gehabt. Ne, wobei du bist ja oben rumgelaufen, ne? Naja. Da. Die haben genügend Zeug. Jetzt kann ich nochmal, geh nochmal raus, bevor ich die aufstelle. Geh nochmal raus. Ja, hier, die liegt da bewusstlos. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Die liegt hier bewusstlos und keiner kümmert sich um die. Was ist das denn her für? Menschen sind so. Oh. Schrecklich. Menschen sind blöd. Nicht, dass hinterher noch ein Typhon rauskommt. Man weiß ja nicht, wie das was hier so passiert. Da komme ich jetzt zwar runter, wie komme ich nur hoch? Ist damit die Frage. Müsste auch funktionieren irgendwie, ne? Das ist meine Meinung. Uff. Oh, glaub mal, man kommt das Spiel einfach nicht, beim Prozessor wohl nicht mit der Aufnahme hinterher, dass es deswegen ruckelt. Zwar Grafik ist halt nicht alles, ist mir schon klar, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Ah, eine Glutkanone. Eine Glutkanone für mich und für den Recycler. Sag ich noch, ich kann wieder welche rein wegschmeißen, ey. Komm her, fünf, die Hälfte reicht nämlich. Wieso muss ich das, wieso kann ich eigentlich nicht mit Maus machen? Ach, das sind immer die Rätsel in dem Spiel, die einen beschäftigen können. Ach, das Inventar ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Inventar ist ein großer Scheiß in dem Spiel. Kanzler hat gesagt. Da! Okay, wie komme ich jetzt? Ich komme immer noch nicht da rein, ne? Naja. So kommen wir noch hoch. Fahren wir uns auch zumindest diesen komplizierten Weg. War auf der anderen Seite noch gar nicht, ne? Mal gucken, was wir hier so haben. Hier ist wirklich noch nichts Besonderes, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Naja, gut. Wir sind damit fertig. Jetzt können wir uns unten hin damit begnügen, die aufzustellen. So. Okay. Wir machen eine große Party da draußen. Ach, ich bin nicht so hübsch, ey. Also ich bin nicht so hübsch. So. Tür zum Frachtraum. Gut, kann man abspeichern an dieser Stelle.
So, ich mache das jetzt. Das kann ich hier so hinstellen. Ja, kann ich so hinstellen. Denn ich stelle mal so auf, wie ich das machen will. Besten auf einmal einer auf jeder Seite. Mit denen, die reinkommen, wenn die immer ordentlich beschossen. Von verstärkten Geschützen. Das ist eine gute Idee. Da müsste eigentlich keiner mehr durchkommen. Die positionieren uns ja auch dahin und ballern auch mal rum mit dem Kuhstrahl, glaube ich. Wenn da, wenn ich sehe, was da draußen so rumfliegt, kreucht und fleucht. So. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön. Aber es macht mir Angst. Wie auch immer, Chief Elazar erwartet Sie. Nein, die erwartet, dass ich diese Dinger aufstelle. So, aber noch zwei weitere. Wir können noch ein paar mehr produzieren, eigentlich, aber ich will den ganzen Weg nicht nochmal machen. Das ganze Kram da hochbringen und dann da runterschmeißen. Das muss denn ja sein. So. Okay. Ich stelle uns, weil wir uns selbst in der Mitte stellen, werden wir entsprechend nur hier in der Seite. Wenn die Tür aufgeht, können die entsprechend dann rumgeballert werden. Ja, ich speichere nochmal ab. Officer Maddox bereit. Okay. AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Okay, Frachtraumverteidigung. Erhalte von Server den Code für Frachtraum B. Okay, das war die Verteidigung. Jetzt geht's erst richtig los eigentlich, ne? Okay. Könnte man so in Flammen. Wie mache ich das? Naja. Gut, wir speichern mal ab. Nochmal. 92. Wir nehmen den Kuhstrahl in Hand. Alle bereit, Leute? Naja, wer nicht bereit ist, wird sterben. Er ist tot. Das wollte ich nicht. Ich will hier keinen Stair. Das muss auch möglich sein ohne Tote. Deswegen war ich normal. Ich bin ja gar nicht. Ich bin Experte. Ich bin Perfektionist, was das angeht. So. Oh. Was machen die denn, ey? Laufen die direkt da rein, wo ich rumballer? Ach, das ist gar nicht so einfach. Die zu retten, die Leute. Die laufen in meiner Schusslinie. Wie mache ich das am besten? Kann ich die nie... Ja, das können die auch machen, aber... Da Mist. Was ist anders? So. Aber noch nie alles. Anna ist da noch. Wie hat er ein Laufwerk bei sich? Das Ding war mal einer von uns. Gerade war es noch hier. Ich dachte schon, Madame Fortuna hätte uns den Rücken zugekehrt. Ausgezeichnete Schießerei, wenn ich das so sagen darf. Dass irgendwas schief gehen wird. Aber so etwas hätte ich nicht erwartet. Alle überlebt jetzt? Und jetzt eine Zigarette. Flag. Morgen, Sie haben uns den Arsch gerettet. Jetzt gehen Sie da raus und versuchen noch mehr zu retten. Ja, geschafft. Ich war nicht sicher, wie sie ausgehen würde. Mann, Glück gehabt. Mist zu kämpfen.
Und gleichzeitig gar nicht. Da war einfach reingehalten mit deinem Kuhstrauen, das war das. Ich hatte Angst, dass uns die Munition ausgeht. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Einfach reinhalten. Enoch Conner, der Arme. Den hat's ja nie an dir bist. Wo ist der Biber? Und wir wären auch Weberchen abgeblieben. Ja, waren einfach reingehalten wie ein verrückter Phantom, Phantom, Phantom. Wo ist das Webervieh abgeflogen? War ja auch hier, ne? Oh, bis hierhin. Aber eine Leiche haben wir nicht zu beklagen. Keine Toten. Keine Toten. Aber wo ist der Biber, den ich jetzt erwischt habe? Thermalphantom? War da nicht noch ein Ätherphantom hier auch noch irgendwo? Da war Ätherphantom. Aber wo ist der Biber? Ist er wieder irgendwo hingeflogen, ne? Da hinten? Ist da hinten hin? Ne, nur Ätherphantom aneinander geflogen. Okay, aber das irritiert mich. Ist hier hinten hingeflogen. Ne, auch nicht. Kargrammer, Frachtcontainer öffnen. Ach, ja, Frachtcontainer öffnen. Sind zwar jede Menge Zeug hier. Aber nicht das, was ich suche. Wobei, doch Frachtcontainer öffnen. Warte mal, ich war doch nicht irgendwann mit dem Frachtcontainer. Offenbar versteckt sich Paris in einem tragbaren Laufwerk. Mit einem tragbaren Laufwerk. 3232. Das ist genauso wie das Passwort. Ach nee, soll 8120 sein. 8120 ist das, nicht 6. Wo finde ich gerade den Karteplan? Ersatzteile, MP-Ladung und Waffen-Upgrade. Hier 2825. Gucken wir alles mal an hier. 2825. Da. Aha. Oh, zur er sieht ihn hier breit gemacht. Sieht auch nach einem Versteck aus. Würde ich mal fast behaupten. Als hätte sich hier jemand niedergelassen, ne? Wo ist dieser Frachtcontainer, den ich suche? Okay, hier ist nix. Ha. Ist das der? Ist das der, den ich suche? Nee. Wo ist denn dieser Frachtcontainer, den ich eigentlich suche? Aber ja, dass mir halt dieser Überrest von dem Weber fehlt. Und davon abgesehen, das nervt mich. Code eingeben. Kann ich nicht einfach den öffnen? Inventar ist voll. Nee. Jetzt noch nicht. Ah, kann ich einfach hier den öffnen auf herkömmliche Art und Weise. Also nicht auf herkömmliche Art und Weise, sondern entsprechend mit. Jetzt geht das denn? Das Ding hat keine Nummer? Wahrscheinlich nicht, doch. 1640. 1640, ich will sie nicht hacken.
Muss man jetzt irgendwie nichts hacken hier. Tücker, aber jetzt kann ich hacken, weil ich jetzt ich auf habe. Dann komme ich aber immer rein, wenn ich da will. Aber eigentlich gibt es da ja nichts zu holen, aber alles auf Doppeldreifach machen. Man kann alle Sachen in Doppeldreifach finden, dann machen wir doppelt und dreifach alle Sachen, ne? So sieht das aus. Okay, da ist eine Leiche. Christopher Smith, Rotpatron und Normot. Rotpatron. Wo ist eigentlich jetzt dieser Container, den ich suche? Also wie viel Zeug hier? Wo ist jetzt der Container, den ich eigentlich suche hier? Waffen-Upgrades jede Menge. Kann ich auch ordentlich eindecken hier. Kann ich auch öffnen, wenn ich will. Mit 91,71. Den kann ich auch hacken. Der hat, im Grunde braucht man das ja gar nicht hacken. Ist ja nur für die Experten, die alles machen wollen, wie ich. Machen 91,71, machen den auf reguläre Weise auf und dann hacken wir ihn trotzdem. Ja, hier ist auch ein paar. Hier kann ich auch hacken. Habe ich hier schon geöffnet. Naja, wenn ich den mal hacken muss, dann mache ich den auch. Dann hacke ich den nochmal. Das ist ein bisschen dämlich, ich mach doch dreifach hier alles. Warum? Warum spiele ich manchmal so? Liebes Spiel, weil es da die Möglichkeit gibt. Weil es da die Möglichkeit gibt, deswegen spiele ich so. 91,71 war das, ne? Da hinten? Okay. Wir haben einen Zugang dafür gefunden. Jetzt kann ich da auch rein. 91,71. Da oben irgendwie was. Eigentlich lohnt sich das immer hier umzugucken, ne? Anti-Rad als Neufabrikatorplan. Nette Sache. So. Ja, von wegen hier, nur von wegen hier ist nichts. War noch nichts so wirklich Wildes, was uns wichtig wäre. Was wir bräuchten. Aber ich nehme ja doppelt dreifach mit. Da haben wir mal schon. Was ist hier noch gar nichts, ne? Sehe ich das richtig? Was ist hier gar nichts? Auch da oben. Von wegen hier ist wieder nichts, Mann. Ich sag es ja. Jetzt bin ich ja hier. Toll, komm ich nur hier dahin. Muss ich auf andere Reise hoch. Muss ich irgendwie von hier hochklettern. Über das Ding. Dann hier hoch. Dann irgendwie hier hochkommen. Irgendwie. Na, so geht's natürlich auch. Kann ich auch hier rüber. So. Gibt's hier irgendwie. Ich muss nochmal zurück. Ich muss den Inventar nochmal ausleeren, dringend. Wo ist die scheiß Weber? Ah, Überrest. Eingeflogen. Krieg ich hier diese Tür auch auf? Nee. Wie krieg ich denn diese Tür hier auf? Gibt's da keinen Schlüsseldingen für. Weil ich die überhaupt durchsucht, ja. Muss ich echt den noch mal einen langen Weg nehmen? Naja. Da. Geht immer noch bewusstlos da wahrscheinlich. Kümmert sich kein ASMD. Die Teufel würden sich immer in die kümmern, ne? Muss man sagen. Aber mit uns, ne? mit uns ist das halt nicht möglich. So. Boah. Ich hasse das, wenn das Spiel mal so Probleme hat. Da.
Haben wieder jemand Zeug, doppelt und dreifach. Rohrzange brauchen wir nicht mehr. Eine normale Pistole brauchen wir auch nicht. Ach, sonst noch was. Haben wir was noch viel mehrfach. Was ich nie unbedingt brauche. Ah, ja, hier. MP-Ladung bitte. Kann weg. Die, da brauche ich mir nur 5. Auch bekannter Phänomen im Spiel. Sonst. Da habe ich auch wieder genug Null-Welt-Transmitter. Wenn ich auch welche brauche, kann ich welche produzieren. Das ist ja. Wenn ich wirklich mehr mal brauchen sollte. Ach, das ist doch blöd. Das ist Inventar eine Katastrophe. Er funktioniert nicht oder es sortiert nicht oder sonst was. Das ist schlimm. Da. Zeug reinwerfen, schmeißen. Da. Was höre ich denn hier wieder? Ha? Na gut, wir können hier auf jeden Fall mal produzieren. Was habe ich denn so alles? Ich sage, wie viele Waffen-Upgrades haben wir denn? 7. Und wie viel haben wir denn neue Neuromods? Wie viel haben wir davon? 9. Auch wieder 9. Da kann man mal gucken, was können wir dafür mal verwenden. Das brauche ich nicht. Da bin ich auch fast fertig. Können wir natürlich noch mehr Lebensenergie machen. Kann aber auch ja, Lautlosigkeit 3 machen. Du spinnst vollkommen lautlos. Kampffokus brauche ich nicht verlängern. Ausdauer brauchen wir auch nicht. Da könnte ich mal machen. Grundsätzlich aber. Aber ich kann mich jetzt hier drauf konzentriert. Schlagkalibrierung reduziert die Ausdauerkosten von Rotzangriffen um 25%. Ich werde jetzt hier mehr Lebensenergie holen. Erhöht deine Gesundheit auf 200 und verlängert deine natürliche Lebensdauer um 50 Jahre. Warum nicht? Jetzt können wir uns. Du fügst Gegner 200% Schaden zu, solange die nicht bemerken. Das mache ich in 4. Das sind so fast so viel. Erhöht deine Ausdauer um 125. Ja, geht eh so schnell runter. Ich glaube, das mache ich mal. Schlagkalibrierung 1 reduziert deine Ausdauerkosten von Rotzangriffen um 25%. Da. Doch gut aus. Jetzt auch mit den Waffen-Upgrades. Die haben wir upgegradet. Die müssen wir noch machen. Da müssen wir auch noch was machen. Da brauchen wir 5. Da haben wir jetzt 7. Das können wir so mal machen. Wir können die Q-Strahl verbessern. Bewegungsgeschwindigkeit auf 30% erhöhen. Warum nicht? Brauche ich mir zwar nicht so wichtig, aber egal. 50% erhöhen und auf 75% maximale Bewegungsgeschwindigkeit erreicht und maximale Nachladegeschwindigkeit 120% und 145%. Ist sie auch voll? Dann ist die Kiste auch erledigt? Okay. Ah, da können wir noch. Können wir noch die Reichweite verbessern auf 20 Meter? Das mache ich noch. So, was brauchen wir noch? 2, 5. Machen wir mal 5. Haben wir ja genug. So. Die Pistole ist ja auch ganz gut. So. Oh nein. So. Die Waffen können wir die Pistole auch hochbringen. Machen wir ja. Magazin kann ich wieder auf 23 Schuss, ey, von der Pistole. Auf 27 Schuss kann man die so erhöhen. Was für ein krasses Zeug. Die Reichweite 25 Meter. 30 Meter. Und 35 Meter. So, jetzt noch mal 5 produziere, kann ich so Präzisionen verbessern. Wie viel haben wir denn noch? Ach, grundsätzlich können wir das ja machen. Ah, können wir machen die Pistole auch nach oben, dann machen wir nur die Glukkanone. So. Ah, ein bisschen Waffen-Upgrades hier. Können wir alle Waffen-Upgrades irgendwann nur noch wegwerfen? So. Und wir machen die Superpistole. Haben eh genug Material. So. Okay, dann können wir die Pistole auch hochbringen. Auf Präzision 65%.
70%, 75%, 80% und 85%. Da haben wir die auch schon voll. So, maximale Präzision erreicht. Das ist gut. Jetzt fehlt uns ja nur noch... Was fehlt uns jetzt? Nur noch die hier. Brauchen wir denn dafür? Oh, die. Natürlich, da muss ich auch ein bisschen mehr machen. Aber das... Die brauche ich gar nicht so häufig wie die anderen. Die meinen nur normalen Fußflügel. So, neuere Mods sieht jetzt dann aus. Kann ich hier noch hochbringen. Was brauche ich noch? 11. Das ist ein bisschen viel. Das ist auch ein bisschen viel. 8. Aber ich könnte hier natürlich... Aber 8 ist ein bisschen viel. Jetzt noch 9 zu produzieren. 9 neuere Mods zu produzieren. Das dauert ein bisschen... Glucan ist da, nehme ich mal ein paar bisschen Blue mit. Bisschen Munition. Ganze Packung Munition nehmen wir mal mit hier. Da haben wir 160 Schuss, das ist ja vollkommen okay. Was gesagt, Batterien haben wir auch noch 1600, das ist auch nicht so wild. Kuhstrahlzellen. Die sind immer ein bisschen Mangelware, die sollten wir mal ein bisschen mehr produzieren. Da nehme ich mal komplette Fuhre Tausender mit. Dann nehme ich wirklich 2000 mal mit. So. Das ist dann die bessere Idee. So. Haben wir kein Material mehr. Aber wie gesagt, können wir irgendwann, wenn wir genug Zeug sammeln. So, dann sind wir fertig, was das angeht. Guckel, guckel, guckel. Schlimm. Da! Okay, jetzt geht's ja jetzt gut. Da. Was machst du denn hier? Hast du mich wieder wegbewegt? Naja. Ihr kümmert sich ja immer noch keiner um die oder was? Was soll das hier? Was machen die denn hier, hä? Blöd rumstehen. Hallo, schön Sie zu sehen. Wir haben es geschafft. Vielleicht können wir jetzt auch den Rest zurückerobern. Na, vielleicht. Möglich. Wir sollten hier jetzt erstmal sicher sein. Wenn Sie noch mehr Überlebende finden, dann schicken Sie sie hierher. Was mit dieser Daniel Show? Was ist denn erstickt? Doktor, morgen. Danke, ich glaube, wir haben jetzt eine Chance. Das macht lange nicht gut, was Sie und Ihr Bruder angerichtet haben, aber Sie sind anders, als ich dachte. Und kämpfen gut. Immerhin. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mal zum Sicherheitsdienst wollen. Kann ein gutes Wort für Sie einlegen. Ja, für die nächste Karriere. Falls Sie in mein Team wollen, sobald wir dieser Todesfalle entkommen sind. Warum nicht? Aber ich wäre Ihr Boss. Und ich bin nicht so nett, wie Sie vielleicht glauben. Ja, du bist also jetzt nur so nett, weil ich der Boss bin. Ich verstehe. Wo ist denn Ikwa abgeblieben? Ikwa? Das war knackig. Hatte seit der Evakuierung im Mittleren Osten nicht mehr so viel Action. Ja. Gut, dass sich Leute amüsieren können. Ich habe im Frachtraum gearbeitet, als der Angriff kam. Plötzliche Dekompression. Ziemlich brutal. Konnte gerade noch zur Kiste und sie versiegeln. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, würde ich sagen. Hä? Hätte auch übel ausgehen können. Okay. Wirklich, mir geht's gut. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ja, das hat gleich doppelten Grund, ne, gehabt. Die wurden ja auch kaum beschädigt, die Dinger. Awesome, cool. Ja gut, sind wir hier mal fertig. Inventar leer. Suchen wir noch diese scheiß Kiste, wo der Typ drin sein soll. Und den Weber suche ich auch noch, den Weber überrest, aber den finde ich auch nicht. Naja, müssen wir jetzt wo in den nächsten Raum hier. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist die Kiste, die wir suchen. Gatze Ladebucht. Da geht es zur Lebenserhaltung. Ja, Ton hier im Spiel ist ein bisschen seltsam. Bumm, ist ja auch geladen. Das ist ja ganz geil. Das wird auch immer einfacher. Komm her. Tja, voll erwischt.
Wo ist er das hin, dass er niemand Überreste überlassen hat? Doch. Doch, da sind die Überreste. Auseinander geflogen ist er. Ach, wieder irgendwelche Soundstörungen. Notiz, vielen Dank. Q. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du solch ein Risiko auf dich nimmst. Für mich und die Volontäre, die keine Stimme mehr haben. Der Gedanke, dass du in diesem Container steckst, der Richtung Erde rast, bringt mich um. Auch wenn Will meint, es sei sicher darin und du genug Essen hättest. Ich weiß, die Beweise auf dem USB-Stick können das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber die Wahrheit aufzudecken wird dafür sorgen, dass es nicht nochmal passiert. Danke, Mann. Danke, mein Freund. LG. Haben wir Bananenpudding? Zerkerladung? Quinten Purvis. Nimm Annalise USB-Stick an dich. Annalise Gallegos USB-Stick. Annalise Gallegos USB-Stick, so hieß die ja. Auszug aus einer readme.txt-Datei von Annalise Gallegos USB-Stick. Dieses Laufwerk enthält belastende Beweise zu illegalen Experimenten in der Psychotronik am Bordertalhaus 1. Darunter geheime interne Memos, wichtige Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, Namen und Rollen der verantwortlichen Mitarbeiter, Zuordnung der Volontär-IDs zu ihrem bürgerlichen Namen. Diese Informationen bestätigen die Existenz einer außerirdischen Spezies, genannt Typhon, sowie die Tatsache, dass bei der Herstellung aller Neuromods menschliche Opfer in Kauf genommen werden. Ich hege keine Hoffnung, dass dies einfach zu glauben sei. Ich kann jedoch die Richtigkeit bezeugen. Vorausgesetzt, ich bin noch am Leben. Denn ich habe an vielen der besagten Experimente persönlich teilgenommen. Dr. Annalise Gallegos. Was ist denn hier los? Whistleblower! Was soll das denn? Na gut, dann haben wir jetzt abgeschlossen. Auch wenn der Turm ein bisschen seltsam ist, eine weitere Quest abgeschlossen. Wäre nicht mal viel übrig, ne? Machen wir das jetzt wieder. Whistleblower, einer der ersten, die wir hatten glaube ich auch. Dr. Annalise Gallegos hatte vor, heimlich belastende Beweise von der Station zu schmuggeln. Allerdings war ihr Plan nicht erfolgreich. Ich habe ihre Mitwisser Quinten Purvis tot in einer Kiste aufgefunden, mit der er unerkannt die Station verlassen wollte. Er hatte einen USB-Stick voller belastender Daten bei sich. Namen von Volontären, Testergebnisse und ein Dechiffrierungsschlüssel, um Nummern von Volontären ihren Namen zuzuordnen. Ah, das klingt mal interessant auch für den Daten, für die Datenzentrale, dieser Stick. Sonst haben wir glaube ich alles hier. Aber nicht mehr so viel hier, wirklich. Okay. Weil er total irritiert ist. Ich finde total irritiert mit dem Ton hier. Als wäre ich was drunter gefallen. Habe ich hier das. Ah, das war das Bett, was auf die Leiche draufgefallen ist, irgendwie. Ah. Okay. Das war nur das Bett, was da drauf lag. Das macht komische Geräusche. Das Bett, das Geräusche macht. Und beunruhigend. So. Okay, wir wären jetzt hier. Kann man auch hier rein? Hier ist noch so ein Container. Den brauchen wir nicht so öffnen, den können wir einfach so öffnen, meine ich. Okay. Was haben wir hier? Ah, Schatzsuche! Untersuche Rosalinds Karte! Das war jetzt ein Zufall. Aber sonst gibt es diese Zahl noch gar nicht, ne? Ist ein bisschen streng genommen, kann man, wenn man so eine Zahl findet, ist das wie einfach zu sehen.
Abriegelung auf Direktorenebene. Okay, wie soll ich das denn verhindern? Okay, kann ich also in die Guts oder wie? Hä? Wo soll hier die Guts denn sein? Aber bevor ich das ja mache. Ach, ich kann hier noch wohl noch runter. Weil ich wollte so zum einen wollte ich so gucken, ob wir hier noch jemanden haben. Die wir irgendwie übersehen haben. Die Leichen können ja überall sein, wie wir ja wissen. Die stecken ja überall. Die liegen an unmöglichen Orten. Und Ruckel tut's auch an unmöglichen Orten. Wobei, meistens, wenn ich mich irgendwie drehe. Ach, keine Ahnung. Krieg ich auch nicht auf. Das ist aber hier unten gewesen. Ah. Das hier? Ach, das sind die Guts. Die Guts sind ja quasi hier direkt. Da können wir da, wollen wir mal hinfliegen zu den Guts. Da wollen wir jetzt schon länger nicht mehr. Ich müsste ja sowieso nochmal zu der Magnetosphäre, aber ich muss immer zu dieser Sicherheitsstation. Bevor wir jetzt in eine Lebenserhaltung gehen, das mache ich wahrscheinlich auch diese Folge jetzt nicht mehr. Fliegen wir nochmal in die Guts zurück. Gucken, was da noch zwischenzeitlich so passiert ist. Die waren nicht zugeschlagen. Ah, Sicherheitsstation. Wo war die denn? Die war doch da oben. Uns geht aber sehr gut, dass wir das nicht brauchen. Sicherheitsstation. Besatzung! Frachtraum, wie sieht's aus? Sie haben noch Shuttle-Dock, das ist noch woanders. Lebenserhaltung auch woanders. Frachtraum. Ja, Außenbereich muss ich auch noch nebenbei. Hier habe ich auch noch ein Auge drauf. Shuttle-Dock haben wir noch ein paar. Lebenserhaltung noch ein paar Leute. Da sind noch eine Menge Leute, wenn ich das so genauso sehe, würde ich sagen, dass noch jede Menge Leute sind. Außenbereich? Nein. Brücke haben wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hin. Maschinenlabor. Da. Shuttle-Dock. Die Guts. Ach, da müssen wir nächstes. Da muss ich auch noch gucken, die Guts. Haben wir halt noch nicht. Und ich muss auch noch mal zurück in diese. Ja, die ist ja nicht mehr am Leben eigentlich. Lobby. Da komme ich jetzt auch. Muss ich auch noch irgendwann nochmal zurück. Ich glaube, wir werden dann nochmal zurückkommen, weil es ja so eine Art Hub ist. Die Lobby. Wir werden sicherlich nochmal irgendwann was zu tun bekommen. Mit Sicherheit ist gut. Besatzungsquartiere, Guts, Brücke, Lebenserhaltung, Außenbereich, Psychotronik, Frachtraum. Lebenserhaltung, wie gesagt, da müssen wir nächstes dann noch hinlaufen, wie es aussieht. Um dort was eigentlich zu tun. Für sich, ach, für den Schlüssel. Ach so, Neue Abteilung, Außenbereich. Da müssen wir auch nochmal zurück. Das ist auch ein bisschen doof gelaufen. Auch wieder so ein Fall, ja. Dass man eigentlich nur strikt dahin gehen sollte, wo der Marker ist. Nichts anderes. Shuttle-Dock sind die Menge Leute noch tot. Das scheint ein bisschen größer zu sein, das Gebiet. Da haben wir auch ordentlich aufgeräumt. Die Guts, da muss ich ja nächstes wohin, wie es aussieht. Ansonsten Frachtraum. Ja, Lobby, den haben wir noch nicht gefunden. Da sind wir ja nicht mehr eingesperrt. Haben wir alle gefunden? Hier haben wir alle. Gut, dann gehen wir noch an den Guts als nächstes. Und zwar fangen wir an mit Brittany Lavelle. So. Okay. Dann muss ich ja in die Besatzungsquartiere auch nochmal zurück. Wegen der Schatzkarte. Und hier haben wir jetzt die zweite gefunden.
Das ist ja auch mal was. Schatzsucher. Brauchen nur zwei. Rosalinds Karte führt zu Ziffer 5. Alrix da Pedos Karte führt zu Ziffer 6. Na gut. Fliegen wir noch mal ein bisschen raus. So. Hoffentlich tauchen jetzt keine Viecher mehr auf. Ach, was haben wir denn da noch? Ein Dingens? Ach, das muss ich andersrum gemacht. Das ist ja total verwirrend. Ich dachte, man kommt immer von hier rein, aber das ist so ein Gatz. Ist ja alles schwerelos. Naja. Mit der Auffassung gab es halt auch nicht mehr um die Uhrzeit. Da komme ich dann auch noch nicht rein. Und nochmal später nochmal hier zurück wahrscheinlich. Mikrogravitation entdeckt. So. Haben wir hier Maintains Access Panel. Was ist das jetzt hier? Und jetzt, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist ja noch gar nicht ganz streng genommen. Das ist ja nur hier so ein Vorbereich. Ich glaube, das vermute ich, dass der einzige Weg so hier raus hier so ist in die Guts, ja? Wo ist da oben raus? Dann kommt man nämlich, man muss hier durch diesen. Muss man da lang. Na gut. Dann fliegen wir halt darum. Fliegen wir wieder durch Luftschleusen. Oder Wartungstunnel und. Wo der Tod halt immer allgemein lauert in Videospielen und in Filmen auch ganz gerne. Das stimmt natürlich. Was ist das? Das ist nur ein Rohr, ne? Ja gut. Ui. Ich glaube, hier sollte man lieber die nutzen. Weil sonst in der Regel haben wir nur neben. Was hat man in der Regel nur diese Viecher? Diese Weber, die da hier rumfliegen. Oder halt diese Zystoiden. Die kann man ja gegebenenfalls. Stationsabriegelung. Ach so, ich komme gar hier raus. Ach, dann kann ich mit dem Gatz noch gar nichts anfangen. Ach, voll blöd. Weil das abgeriegelt ist von unserem Bruder. Das heißt, wir müssen erst durch in die Lebenshaltung. Jetzt ist das Spiel so geradlinig, hä? Gut, dass wir das auch wissen, dann müssen wir zu dem Gatz später hin. Blöd. Wir sind in der Station schon. Naja, gut, dann war es das wohl. Jetzt gerade alles abgeschlossen. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Wieder raus hier? Da. Schwerkraft normal. Ja, haben wir einen kurzen Ausflug gemacht in die Schwerelosigkeit. Naja, wenn das so ist. So, ansonsten. Ist hier wohl nix. Jetzt wird dann ja von hier aus weitergehen. Jetzt laufen richtig viele Leute hier rum, ne? Ja gut. Dann werden wir an der Stelle aufhören. Ja, dann wir hier die Frachten abgeschlossen haben. Haben wir ordentlich was geschafft. Und werden dann das Spiel verlassen. Haben wir genug hier erlebt. Genug Kämpfe geführt, genug wiederholt. Aber am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer in die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.